lehrreiche Lehrfilme präsentiert, wie man sich im Park richtig verhält. Das hier ist eine Parkanlage. Parkanlagen sind sowas wie ein Freizeitparkersatz für Öko-Hipster-Familien, eine Open-Air-Kneipe für Studenten und andere Alkoholiker, ein Strip-Lokal für Sittenstrolche und ein SM-Studio für Allergiker. Und jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, werden auch Parkanlagen immer wieder höher frequentiert und deshalb dachte ich mir, ich zeige der Welt im heutigen Video einmal, wie man sich an derartigen Orten verhalten sollte, um diese zu einem tollen Erholungsort für alle zu machen. Beginnen wir mit den Besitzern von Hasso, Tyson und Jackson Tyler Dominic. Und wie sie sonst noch alle so heißen mögen. Es ist eine ganz tolle Sache, wenn ihr euch dafür entscheidet, eure Kinder mit nach draußen zu zerren, damit sie nicht nur vor dem Computer die Möglichkeit haben, wildfremde Menschen zu beleidigen. Denn schreiende Kinder sind in jeglicher Form eine Bereicherung für die Allgemeinheit und der Hauptgrund für die Beliebtheit von Noise-Canceling-Kopfhörern. Also kommt ja nicht auf die Idee, euren kleinen Krokettensilos im Vorfeld beizubringen, wie man sich an öffentlichen Orten verhalten sollte, und kommt erst recht nicht auf die Idee einzuschreiten, wenn sie auf die Idee kommen sollten, in Grünanlagen zu randalieren, durch die Gegend zu schreien, als hätte ihnen der örtliche Pfarrer wieder sein Verständnis von Nächstenliebe eingetrichtert oder generell andere Parkgäste zu belästigen. Das lustige Objekt hier ist ein Mülleimer. Mülleimer sind rein dekorative Konzeptkunstwerke, die lediglich betrachtet werden dürfen und auf keinen Fall dafür genutzt werden sollten, um Müll abzulegen. Denn alles, was ihr an Müll mit euch führt, ist auf irgendeine Art und Weise biologisch abbaubar, selbst wenn es mehrere hundert Jahre dauern sollte, bis Gegenstände auf natürliche Art und Weise zersetzt werden. Deshalb solltest du ja nicht auf die Idee kommen, deinen Müll im Mülleimer zu entsorgen, sondern stets dafür nutzen, die Umwelt zu düngen. Gläserne Objekte sollten dabei möglichst zersplittert werden, um Menschen und Tiere daran zu erinnern, dass Barfußlaufen generell eine beschissene Idee ist, und außerdem zeugt die Tat davon, dass du ein dominantes Alpha-Männchen bist und macht Frauen feuchter als Inkontinenz. Falls ein Gewässer vorhanden sein sollte, so freut sich die darin lebende Fauna im Übrigen insbesondere über weggeworfene Dosen, die zu stylischen Wohnungen umfunktioniert werden können. Ey Puppe, kommst du noch auf den Schluck mit rein, oder was? Und bleiben wir direkt bei Tieren. Falls ihr einen Hund euer eigen nennen solltet, so kommt bitte auf gar keinen Fall auf die Idee, dieses Tier anzuleihen, insbesondere wenn ihr es genauso laissez-faire erzieht wie eure Kinder. Denn dass Menschen Angst vor Hunden haben, ist in etwa so selten wie ein adipöser Mensch in Fastfood-Läden, insbesondere wenn das Vieh die Größe eines Shetland-Ponys hat und in etwa so pazifistisch unterwegs ist wie Charles Manson. Auch die Hinterlassenschaften von Tieren sollten niemals entfernt, sondern stets an Ort und Stelle gelassen werden. Denn zum einen dient das Zeug als Dünger und zum anderen sensibilisieren die lustigen Kackhaufen Menschen dafür, darauf zu achten, wo sie hinlaufen, falls sie in Zukunft einmal Urlaub in einem Gebiet machen sollten, in dem es Tretminen gibt. Ach, hätte in meiner Parkanlage doch nur mehr Scheiße auf dem Boden gelegen. Machen wir weiter. Dein Musikgeschmack ist der einzig wahre. Da gibt es keine zweite Meinung, wie in Nordkorea. Also, dreh deine Anlage immer schön auf, insbesondere wenn es sich dabei um ein ökologisch nachhaltiges Produkt aus dem fernen Osten handelt, was bei Lautstärken über 3 Dezibel so klingt, als hätte der Speaker Brechdurchfall. Jeder andere Mensch will hier gerade nicht die Ruhe genießen und sich vom harten Alltag erholen, sondern sie wollen sich alle so fühlen wie ein verkarteter Mensch auf einem beschissenen Rave ohne Drogen. Danke dir. Und übrigens, solltet ihr auf die Idee kommen, die Grünfläche zu nutzen, um dem Lieblingshobby der Deutschen nach Anzeigenschreiben zu frönen, dann denkt bitte daran, immer möglichst viel Grillanzünder zu nutzen, um eine starke Rauchentwicklung zu forcieren, die alle anderen Menschen ausräuchert. Denn jeder normale Mensch freut sich enorm darüber, wenn seine Klamotten so riechen, als würde man in seiner Freizeit im nächstbesten Krematorium seine Mitmenschen anfeuern. Und mit der Nummer 10, Oma! Hilde! Und der Müll wird hierbei natürlich auch wieder nicht entfernt. So, kommen wir zum letzten Punkt des heutigen Tutorials. Und dieser betrifft meine heißgeliebten Fahrradfahrer. Also, als Fahrradfahrer muss man nämlich ebenfalls auf gar nichts in Parkanlagen Acht geben. Denn die meisten Parkanlagen sind so aufgebaut, dass es nicht nur einen Anfang und ein Ende gibt, sondern die Wege haben die Form des Stammbaumes von Jasminda hier. Und wie wir alle wissen, sind kreisförmig angelegte Wege automatisch primär für Fahrzeuge gedacht und fungieren als Rennstrecken. Wenn du also das nächste Mal mit deinem E-Bike in der Parkanlage unterwegs bist, dann komm ja nicht auf die Idee, vorausschauend zu fahren, sondern gib einfach immer Vollgas. Für die umherlaufenden Menschen gilt das gleiche wie für Wildtiere an der Autobahn. Entweder ihr schafft es, dem Gefährt auszuweichen und habt dementsprechend eine wichtige Lektion über die Verkehrsnahrungskette gelernt, oder aber ihr habt halt einfach Pech gehabt und die natürliche Selektion hat wieder einmal gesiegt.